Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, zuletzt war ich in der Karlskirche, einer der schönsten Barockkirchen der Welt, die fast 300 Jahre alt ist. Und mein heutiges Ziel, das Belvedere, ist bereits 300 Jahre alt, nämlich 1723 wurde es fertiggestellt. Gefeiert wird das natürlich ordentlich, auch wenn das Wetter nicht mitspielt, aber es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Bekleidung. Das Wappen des Bauherrn, des Prinz Neuguin von Savoyen, des berühmten Feldherrn der Barockzeit. Und davor ein Rossebändiger, eine Sphinx mit Reiter, das Ganze nochmal. Und ein zweiter Pferdebändiger bei der Rampe zum. In das obere Belvedere gelangt man allerdings von der Gartenseite her. Ja, viel Menschengemurmel hier in der Sala Tiarina des oberen Belvedere. Und diese musste durch Atlanten gestützt werden. Sie drohte sonst einzustürzen. Maria Theresia porträtiert von keinem geringeren als Franz Xaver Messerschmidt. Wird der kleine Stadtstreicher etwa noch ein Dancing Star? Friedensreich trifft Gustav und das gibt's nur bei 300 Jahre Belvedere. Genauer gesagt natürlich 100 Wasser und Klimt. Carlo Innocenzo Carlone zeichnet für dieses wunderschöne Deckenfresko im Prunk- oder großen Marmorsaal des oberen Belvederes verantwortlich. Und in diesem geschichtsträchtigen Saal befinde ich mich zurzeit auch gerade. Es ist dies jener Saal, in dem am 15. Mai 1955 der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet wurde. Und präsentiert wurde einer unglaublichen Menge von jubelnden Menschen von diesem Balkon aus. Tja, und das ist er, der wohl berühmteste Kuss der Kunstgeschichte von Maitre Gustav Klimt. Und Sissi porträtiert von Gustav Klimt? Nein, die Dame heißt Fritze Riedler, wohl eine der Bekanntschaften des Malers. Ja, und hier blicke ich in die Kapelle des oberen Belvedere mit wunderschönen Fresken und einem Altargemälde. Ja, und von diesem Frühlingswetter können wir heute nur träumen. Gemalt wurde es von Tina Blau. Ja, haben Sie denn dem armen Feldmarschall Josef Wenzel, Fürst Liechtenstein, die Arme abgehackt? Die Porträtbüste von Balthasar Ferdinand Moll steht ebenfalls im Belvedere. Franz Xaver Messerschmidt porträtierte hier links Franz den Ersten Stephan von Lothringen und rechts Erzherzogin Maria Theresia. Barocke Tischuhren, damit man auch beim Essen jederzeit wusste, wie spät es war. Leider ist von dem Originalinventar des Schlosses Belvedere nichts mehr im Original erhalten, weil es die geldgierige Alleinerbin Anna Victoria von Savoyen schlicht und einfach versteigern ließ. Eines der wohl berühmtesten Porträts von Napoleon, von Jacques-Louis David, Napoleon am großen St. Bernhard.
Ja, Wein, Weib und Gesang ist keine Spezialität des Wiener Heurigen. Die gab es schon in Biedermeier. Hier ein Bild von Josef Dannhauser. Ein Selbstbildnis des berühmten Biedermeier-Malers Ferdinand Georg Waldmüller. Und auch Meister Friedensreich Hundertwasser ist mit seinem großen Weg im Belvedere vertreten. Im Parterre des Belvedere findet sich auch eine Sammlung mittelalterlicher sakraler Kunst. Vorherrschendes Motiv ist natürlich die Mutter Gottes Maria. Oder auch Szenen aus der Leidensgeschichte von Jesus Christus. Dann vom oberen Belvedere und durch den verregneten Schlosspark mache ich mich auf den Weg zum unteren Belvedere. Vorbei an einigen Sphinxen und Brunnen geht es hier weiter zum unteren Belvedere. Von oben sieht der Kaskadenbrunnen so aus. Von der Seite so und von unten mit lästiger Touristin mit Samtschirm sieht der Kaskadenbrunnen dann so aus. ...20 Minuten später, es geht auch ohne lästige Touristin. Der zweite große Brunnen im Garten ist der Muschelbrunnen, bei dem normalerweise auch kleine Wasserfälle, also Kaskaden, aus der Muschel herunterkommen. Heute kommt genug Wasser von oben. Interessanterweise war die Gartengestaltung mit all den Brunnen früher vollendet als die Bauwerke des Schlosses. Und bezüglich der restlichen Gestaltung des Schlossgartens im Belvedere darf ich auf eine bereits vorhandene Folge des kleinen Stadtstreichers verweisen, die sich ausführlich mit dem Schloss und dem Schlossgarten beschäftigt. Ich schaue jetzt aber, dass ich ins Trockene, sprich ins untere Belvedere, hineinkomme. Das untere Belvedere diente dem Prinz Neuguin nun tatsächlich als Wohnort. Und in so einem Ambiente ließ es sich sicher gut wohnen und repräsentieren. Ja, und diesen Herrn könnten sogar meine normalerweise Wiener Stadtstreicher-Fans kennen. Andreas Hofer, bei der Verteidigung Tirols gegen die Bayern. Gemalt von Franz von Defregger. Und das Bild heißt Das letzte Aufgebot. Ja, und hier haben wir endlich mal den Hausherrn im Bild, Prinz Eugen von Savoyen. Und wo sich jetzt eine gewaltige Sammlung von mittelalterlichen Gemälden aufbaut, waren früher schlicht und ergreifend die Pferde untergebracht. Es war der Prunkstall des Belvedere. Galerie des unteren Belvedere.
Sollte mir irgendwer nicht glauben, dass Prinz Eugen ein eitler Pimp war, dann halte ich ihm dieses Deckenfresko von Martino Altomonte vor die Augen. Da sehen wir doch glatt den Prinzen als jugendlichen Helden und Apollo mit wallendem Haar. Und dieses Deckenfresko befindet sich im Marmorsaal des unteren Belvederes. Warum der so heißt, wird auch klar, wenn wir die vielen Marmorverzierungen an den Wänden anschauen. Und natürlich darf dann auch eine Statue von Prinz Eugen nicht fehlen. Angefertigt wurde sie von Balthasar Permoser und sie zeigt den Prinzen als Herkules mit dem Löwenfell. Hier im unteren Belvedere befindet sich auch eine der größten Sammlungen von Gemälden von Gustav Klimt. Das sich ja im Original in der Sezession befindet. Und hier sehen wir die berühmte Judith von Gustav Klimt. Tja, wie ihr seht, habe ich es trotz Regenwetter und so gut wie nicht Outdoor-Möglichkeiten geschafft, in den Kunstsammlungen des Belvederes eine ganze Menge Neues zu entdecken. Und auch das kann ich euch nur empfehlen.